Am Wort ist nun Barbara Nessler von der FPÖ. Sie ist Familiensprecherin ihrer Partei. Liebe Zuseher und Zuseherinnen, ich muss mich zuerst an die Opposition wenden, denn die hier teils geäußerte Kritik und die Kritik der letzten Tage, das lässt mich schon ein bisschen ratlos zurück. Und da rede ich nicht von der relativ unkreativen Mehrwertsteuersenkung, sondern auch weitere Punkte, die immer wieder gefallen sind, vor allem von Seiten der SPÖ. Eine Sache ist die Schließung der Unterhaltslücken, die wird immer wieder genannt, ein wichtiges Thema, das ist, glaube ich, unbestritten. Da sind wir dabei, auch der Unterhaltsvorschuss sind wir schon angegangen, aber seit 2008 wird die Unterhaltslücke gefordert. Seit 2008 steht der Lückenschluss im Regierungsübereinkommen. Und seit 2008 war die SPÖ mehrfach in der Regierungsverantwortung. Und hat die SPÖ diese Lücke geschlossen? Nein. Und das Nächste, was gekommen ist, weil das immer wieder im Kontext Frauenentlastung genannt wird, ist der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung. Ein wichtiges Thema, ja selbstverständlich. Aber der Rechtsanspruch ist Sache der Bundesländer. Und haben die rot geführten Bundesländer den Rechtsanspruch eingeführt? Haben sie das gemacht? Nein. Und seit Jahren wird die automatisierte Valorisierung immer und immer wieder zu Recht gefordert. Und hat die SPÖ in all den Jahren, wo sie in Regierungsverantwortung war, die Valorisierung eingeführt? Nein, hat sie nicht. Aber wir schon. Und ein Entlastungspaket zu kritisieren, das strukturell wirklich langfristige Verbesserungen für Familien bringt, ist schon fast zynisch. Und uns ging es nicht nur darum, dass wir die größten Löcher gestopft haben. Das, was wir ausverhandelt haben, das sind bitte Sachen, die wirklich langfristig bleiben und dauerhaft Familien helfen. Mir haben wirklich viele Organisationen gerade im Kinder-, Jugend-, Familienbereich geschrieben, dass sie schon gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass die Valorisierung der Familienleistung tatsächlich kommt und wie sehr sie sich freuen, weil diese automatisierte Valorisierung der Familienleistung, diese Erhöhung, von dem profitieren die Familien wirklich dauerhaft. Und genauso wichtig sind aber die kurzfristigen Maßnahmen, über die wir heute gesprochen haben, der Kindermehrbetrag, die Sonderfamilienbeihilfe, weil dieses Geld direkt und sofort ankommen muss. Denn eine Verschärfung, liebe Kollegen und Kolleginnen, von Kinderarmut, von Frauenarmut können und dürfen wir uns nicht leisten. Und im Übrigen haben wir vor allem auch jene Personen berücksichtigt, die Sie bei der SPÖ in Wien übersehen, vergessen, was auch immer haben, die Alleinerziehende, die Studis, die Familien, die Kinder, weil bei der Haushaltsgröße, beim Energiebonus das nicht berücksichtigt wurde. Und das, liebe Kollegen und Kolleginnen von der SPÖ, das ist schon Gießkannenprinzip per excellence, das Sie immer und immer wieder kritisieren. Und ich weiß, dass es mittlerweile schon fast Tradition hat, dass die Opposition jetzt nicht die Regierung loben kann. Es braucht auch gar kein Lob. Aber gerade was der Kinder-, Jugend-, Familienbereich anbelangt, das sind Maßnahmen, das haben Sie immer wieder gefordert. Und jetzt sind Sie da und jetzt reicht es doch nicht. Und ich glaube, das ist mittlerweile schon, entschuldigen Sie, aber unglaubwürdige Kritik, die hierher kommt. Und schauen wir uns noch ganz kurz das Paket ganz ohne Parteiparolen ganz nüchtern an. Alleinerzieherin, ein Kind, 25 Stunden Teilzeitbeschäftigung im Handel, Bruttoeinkommen ungefähr 1170. Was bekommt sie alles durch die Pakete, die wir geschnürt haben? Energiekostenausgleich 150 Euro, Reduktion Energieabgaben 200 Euro, Steuerreform 350 Euro, Klimabonus insgesamt 750 Euro, Familienzuschlag 180 Euro und Teuerungsabsatzbetrag 500 Euro. Das sind insgesamt eine Entlastung von 2130 Euro. Und in dieser Rechnung ist der erhöhte Kindermehrbetrag oder Pendlerpauschale noch nicht einmal enthalten. Weitere Beispiele, wie man nennen kann, eine Studentin mit Studienbeihilfe bekommt ungefähr 1450 Euro, Familie, zwei Kinder, ein minderjähriges Kind mit Medianeinkommen bekommt ungefähr 3000 Euro an Entlastung. Ich glaube, wir sehen schon, dass hier was Großes und Dringendes
gelungen ist. Und mit diesem Megapaket helfen wir wirklich allen Familien in Österreich, und zwar kurzfristig und langfristig. Und darum sage ich, das ist ein guter Tag für alle Familien in Österreich. Dankeschön. Am Wort ist Diplom-Ingenieur Karin Barbara Nessler von den Grünen war das.